Und zack, raus damit mit den Köder. Schön mal wieder hier mit der Matchroute an der Tunguska-Alden. Und heute mal mit Wurm und mit Eintagsfliege. Und bam, Alter. Ballert es auch schon direkt rein. Was wollen wir? Wir wollen die geilen Pelletmarinen, denn das Ding fehlt mir zum einen noch als Trophy. Was haben wir denn da Schönes? Alter, 1,75. Schönes Gerät. Ja, und die bringen Kohle, die Dinger. Und ich glaube, ich habe sogar noch einen Kaffeeauftrag gesehen. Und ja, ich teste hier schon eine ganze Weile an verschiedensten Stellen. Vorhin auch noch vom Danny DeVito, dem alten Lümmel, einen Tipp bekommen. Alten, probier mal hier, probier mal da. Ja, alles schon probiert. Und ich bin jetzt immer ein bisschen weiter auch marschiert und weiter probiert und weiter getestet. Und hier an der Stelle ist es gerade ziemlich wild. Na, da ist doch irgendwas dran, irgendwas Kleines. Okay. Ja, letzte Stelle, die ganze Zeit probiert hier vorne, ungefähr auf 15 Meter. Da sind auch einige reingegangen, allerdings waren die durchschnittlich eher ein bisschen lütt. So um die 500, 700 Gramm, mal so in dem Bereich. Ich kann ja mal kurz zeigen. Hier sind schon einige drin. Ja, war okay. Wie gesagt, war mir ein bisschen zu wenig. Da muss ein bisschen mehr kommen, auch ein bisschen, zack, ein bisschen mehr Gewicht. Und jetzt bin ich halt ein bisschen mal hin und her. Ach, guck mal, er hier wieder. Ein bisschen hin und her, stand da hinten schon am Anleger und habe da rumprobiert und habe jetzt hier mal probiert. Denn, wenn mich nicht alles täuscht, stand mich auch der Devilus vor Wochen auch schon immer mal wieder hier mit Vecchirig und hat hier auch mit Vecchirig rumprobiert. Und auch das hat eigentlich immer mal wieder ganz gut funktioniert. Also, wenn ihr Bock habt auf Vecchirig, dann kann man natürlich auch hier mal rumjiggen und Vecchirigen. Und wenn ihr eher Bock habt auf Pose, dann kann man natürlich auch gerne mit der Pose hier rumposen. Und probieren, was denn hier so geht. Eingestellt bin ich gerade, also ich habe es auch da wieder ein bisschen variiert. Von der Ködertiefe vom 1,10 Meter, 1,50 Meter. Jetzt glaube ich gerade ist wieder 1,10 Meter. Und habe hier gerade ein bisschen rumprobiert. Habe festgestellt, wenn ich ein bisschen, ja so ungefähr, ein bisschen weiter rauswerfe, ist das besser. Also da auch das sind jetzt circa 10 bis 15 Meter. Ich habe natürlich keinen Clip oder sowas drin, weil ich mit der Pose das einfach so schön treiben lasse. Und dann merke ich mir immer ungefähr, wie weit ich auswerfe, also wie viel Prozent ich auflade, wenn das dann funktioniert hat. Und versuche das dann wieder nachzumachen, nachzuwerfen. Man könnte das natürlich auch clippen, aber da musst du den Clip wieder rausmachen. Also kurz zu, dann wieder auf, dann ist der Clip raus. Einfach Geraffel. Also brauche ich nicht, kriege ich gerade noch so hin. Und wenn halt nichts geht, halt einziehen direkt und neu testen. Also eine andere Entfernung, vielleicht mal ein bisschen näher dran. Einholgeschwindigkeit halt wieder auf Maximum beim Matchangeln, quasi so wie immer. Und dann erstmal eine Weile ja, schön treiben lassen. Ich halte das immer gerne so ein bisschen hoch, dass nicht zu viel Schnur, zack, zu viel Schnur auf dem Wasser rumliegt. Und dann klappt das in der Regel auch ganz gut mit dem Anschlag. Kleine sibirische Marine, die wollen wir heute nicht. Die hatten wir auch schon, hatte ich vorhin auch schon auf UL gefangen, in einem ganz vernünftigen Gewicht. Aber jetzt geht es halt nochmal schön entspannt hier mit Wurm und Eintagsfliege auf die Maränen. Muxen und so würde ich auch gerne mitnehmen. Auch der fehlt mir noch. Wir können ja gleich mal eben auf Set eingehen. Ich vermute, dass das jetzt gleich in der Nacht ein bisschen mau wird. Letzten Morgenstunden waren ganz gut. Abendstunden jetzt gerade waren auch ganz gut. Hat sich doch ganz gut gelohnt hier. Ich ziehe das mal eben hier so ein bisschen straff und dann gucken wir da mal eben rein. Also, meine geliebte Monster Match. Mit schön Plus auf die ganzen Matchmontagen und sowas. Schockgüsel. Richtig schön. Dann habe ich das Ganze hier relativ entspannt zusammengebaut. Einfach die HSV genommen. 6,9 Kilo Fluoro komplett. Man kann natürlich auch eine andere Schnur nehmen. Fluorocarbon-Vorfach. Fertig. Würde ich wahrscheinlich auch machen,
wenn da sehr viele große reingehen, dann würde ich mir sagen, okay, ich nehme vielleicht ein bisschen mehr Schnur drauf. Wobei ich sehe hier gerade, wir haben die ganzen 300 Meter Schnur drauf. Das reicht auch. Sechserhaken. Ich hatte eine Zeit lang gerade auch probiert mit dem Achterhaken. Ich hatte ein bisschen das Gefühl, das hakt manchmal nicht so richtig. War aber auch nicht wirklich besser. Von daher bleibe ich erstmal bei einem Sechserhaken. Viererhaken habe ich lange nicht mehr probiert, weiß aber noch aus der Vergangenheit, dass ein Viererhaken häufig an der Frequenz hart gesägt hat und auch da gewichtsmäßig nicht wirklich mehr gebracht hatte. Und auch damals, als die Tunguska neu war, ging das ja mit den mit diesem großen Bodenrenken und sowas auch immer ganz gut mit einem Sechserhaken. Und auch mit den Trophies, alles auf Sechserhaken. Ja, und Viererhaken, wie gesagt, bisher noch nicht so richtig. Vielleicht muss ich aber trotz allem mal mit dem Viererhaken dran. Vielleicht liegt es ja daran, dass ich die Trophy hier noch nicht habe von dem Gerät. Ja, Eintagsfliegenlarve, Mistwurm in Kombination. Wie gesagt, lübt gerade auch ganz gut. Kann man mal machen. So, Tiefe hatte ich gerade schon gesagt. 1,10 Meter. Und dann raus damit die Dinger. Was haben wir? Ja, das ist das. Kescher sagt, ist schon mal nicht so schlecht. Fangzeit jetzt 45 Minuten, schon die ganze Zeit unterwegs jetzt hier. Krass. Also schon eine ziemlich lange Zeit hier am Rumprobieren wieder. Da ist doch gerade wieder... nicht gehakt. Irgendwas ist auf jeden Fall noch da und nachtaktiv. Ich denke, es wird aber irgendwas Kleineres sein. Wäre halt interessant, was da jetzt reingeht. Dass man dann vielleicht in der Nacht speziell auf die kleineren Viecher geht. Testen wir einfach nochmal ein bisschen. Irgendwas zuppelt da ja. Und wenn man jetzt halt den Zielfisch dann in der Nacht nicht kriegt, man muss ja irgendwie konstant bei Laune bleiben. In der letzten Nacht war ich gerade noch ein bisschen AFK. Dann war das gar nicht so schlimm. Dann konnte ich dann schön jetzt gerade so ab 4:30 wieder anfangen. Da wurde es langsam wieder hell. Das ist mir jetzt auch schon wieder zu weit. Da testen wir einfach neu. So, ich gucke gerade nochmal. Ja genau, 1,10 Meter ist die Tiefe tatsächlich. Ich werfe nochmal relativ flach. Hier vorne geht das. Da vorne in der Kurve links bei den Steinen, da geht das eher schlecht. Also da kann man nicht so ufernah mit 1,10 Meter dann angeln. Da ist es eher flach. Und hier geht es sofort steil runter. Ja, aber so im Großen und Ganzen ist es schon mal... Also ich habe einen ganz guten Eindruck gerade. Von der Frequenz her ist es ganz okay gewesen. Kohlemäßig müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal gucken. Und in den Kaffeeauftrag nochmal gucken. Ich hoffe, der ist noch drin. Da waren die Pelletmarien, ich meine mit 500 Gramm. Ob sich das in Gänze auch lohnt? Ich bin echt gespannt, ey. 45 Minuten. Wir können ja mal eben kurz nochmal nach Gewicht sortieren. Hier übrigens Regenbogenstint muss ich auch dringend noch irgendwann mal als Trophy holen. Da waren auch ein paar schöne dabei. Aber das hier lässt sich doch auch schon ganz gut sehen. Ey. Bin ich echt zufrieden mit. Nicht verkehrt. Von den Pelletmarien gar nicht so viele unmaßige dabei. Und dann natürlich hier so ein bisschen Beifang. Also im Großen und Ganzen schmeckt... die ging auch mal eine Zeit lang auf Regenwurm, also auch da ruhig mal den normalen ollen Regenwurm testen. Es gibt genug Ködervariationen natürlich auch in den Rekorden, da einfach mal reinschauen. Oder vielleicht auch beim UL-Angeln mal reinschauen, wie es da in Rekorden aussieht. Ob es da noch ein bisschen was Freakiges gibt, was man natürlich gerne mal ausprobieren kann. Ja, ich würde sagen, wir gucken gleich einfach mal eben in den Kescher. Wie es denn aussieht, ob es sich gelohnt hat, 45 Minuten hier, beziehungsweise so ganz passt das ja auch nicht, denn es war ja zwischenzeitlich auch noch kurz die AFK-Zeit. Wir klicken das mal eben an. In Gänze 145 Tacken. Da geht mehr. Da geht auf jeden Fall mehr. Ich gucke gerade nochmal eben rein. Ja. Ja, ist okay, aber da geht mehr. Also speziell an der Tunguska kann man da schon ein bisschen mehr Kohle machen, auch beim Stippen. 145 ist ganz okay. Pelletmarine ist sogar noch drin, kleine sibirische. Die ballern vielleicht sogar gleich noch rein. Also da sind nochmal 38 Silber drin. Arktische zweimal, auch nicht schlecht. Und... zweimal die BAFO, also die Aufträge auch durchaus realistisch und zügig abzuarbeiten. Pelletmarine hier, 4 Stück, 500 Gramm für 70 Tacken.
nach Gewicht sortieren. 500 Gramm hat man sogar relativ passend hier zusammen. Also die 4, die 70 nehmen wir eben schon mal mit. Und dann haben wir hier in Gänze mit dem restlichen Gedöns hier, ja, knappe 30, also knapp 200 Silber in den 45 Minuten. Passt eigentlich im Großen und Ganzen. Passt. Kann man machen. Also, wenn ihr Bock habt, hier schön noch entspannt auf Pelletmarine, wenn euch der Brocken fehlt, ran da. 1,7 Kilo hat schon mal richtig gut geschmeckt. Ja, und ansonsten einfach auch so zum Poseskillen ist das hier mega gut. Beziehungsweise, wenn ihr hier noch ein paar Qualifikationen machen wollt, da gibt es auch ein paar fürs Bolle- und Matchangeln. Die kann man auch hier ganz gut erledigen. Wenn es geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen. Wenn es dir gefallen hat, gerne den Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal auf Twitch oder auf YouTube im nächsten Video.